Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Jiggies of Time. Es geht wieder weiter. Jawohl, so im letzten Part haben wir schon ein bisschen Schadensbegrenzung gemacht. Denn wir waren ja im vorletzten Part so doof und haben uns sterben lassen, weil wir da so ganz dumm in eine Schlucht reingefallen sind. Und wir sammeln jetzt erstmal die restlichen... Okay, Eier sind voll. Federn auch. Federn sind auch voll. Die restlichen Sachen ein. Da ist übrigens der letzte Jinjo drin im Kerker. Uns fehlen jetzt nur noch ein paar Noten und der letzte Jinjo. Dann sind wir da completed. Das machen wir erstmal. Hier waren wir auch schon fertig. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, nur noch außerhalb des Schlosses alles einsammeln, was geht. Und dann fehlen uns noch zwei Puzzleteile. Plus eins vom Jinjo halt. Aber an sich sind wir erstmal soweit durch. So, war hier außenrum ums Schloss noch irgendwas? Wir müssen schön vorsichtig sein. Ich will hier nicht runterfallen und meinen ganzen Kram schon wieder verlieren. Ah, ich kann mich hier hochspringen. Warte mal, lohnt sich das jetzt hier hoch zu jumpen? Klar lohnt sich das hoch zu jumpen. Ah, die Musik, ey. Zack. So, let's go. So, da haben wir auf jeden Fall ein paar Noten. Ich habe mich übrigens mal offscreen erkundet, wo wir die letzten zwei Puzzleteile finden. Und tatsächlich, ich hatte schon mal die Vermutung gestellt, es hat was mit den komischen Augen zu tun, die hier rausgucken. Bei der Was ist denn das jetzt hier schon wieder für eine komische Kameraansicht? Ne, ich hatte hier schon mal... Warte mal, wo ist es denn? Hier. Ja, bei der Hexe gucken immer diese Augen so komisch raus. Und das hat was damit zu tun tatsächlich. Ey, was ist denn mit dieser Kamera schon wieder los? Das gibt's doch gar nicht. Ja, und wir sind auch bald im Finale tatsächlich angekommen. So, das war jetzt einmal hier eine Runde. Und ich glaube, hier sind wir doch dann auch in das Gefängnis gekommen, oder? Was war hier drin? Nix. Genau, hier war die Fee. Hier sammle ich erstmal noch schnell die ein. Genau, hier ging es rein ins Gefängnis. Da müssen wir jetzt auch rein. Nachdem ich die Noten eingesammelt habe. So, 25 Noten noch, Leute. Dann haben wir das auch completed. Aber ich hole mir jetzt erstmal schnell den Jinjo. So, zack. Und rein da. Ich freue mich, wenn wir das Level hier abgeschlossen haben. Wir hätten es bestimmt jetzt schon fertig, wenn wir nicht so ganz blöd, war mal da. Und let's go. Das war Puzzleteil Nummer 8 jetzt, ne? Genau. Wir hätten es jetzt schon abgeschlossen, wenn wir nicht so blöd in die Lava gefallen wären, da bin ich mir fast sicher. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Ist halt einfach ärgerlich. Aber als komischer Eisbecher, sag ich mal, ist es auch echt nicht gut oder schön, da rumzuhüppen. Du hast halt einen Jump und wenn du den verkackst, dann ist vorbei. Das ist halt nicht so wie Banjo und Kazooie, dass du da nochmal flattern kannst. Wenn du es verkackst, dann hast du es verkackt. So, wir gehen gleich nochmal nach oben, denn da sind bestimmt auch noch mehr Noten versteckt. Ah, ich find die Musik so gut, ne? Wie die sich hier so langsam hochschaukelt. Und jetzt geht's los. Sau gut. Ist halt, so Breath of the Wild, Ocarina of Time Remix, ne? Schon geil. Auch wenn ich nicht der größte Breath of the Wild Fan bin. Die Kamera. Was macht die nur klar? Okay, die Fledermaus will nicht. Na? Let's go. So, da oben haben wir doch bestimmt noch mehr Puzzleteile, oder? Ihr wisst schon. Mehr Noten. Okay, bis jetzt nicht. Aber hier haben wir noch ein paar.
Und ganz oben auf dem Hut drauf war ja der Eingang zum Bossfight. Nehme ich mal stark an. So. Ey, so gut die Mucke. Komme ich noch auf die 85? Ne, ich glaube nicht. Aber das heißt, da oben müssen ja noch Noten sein. Auf ihrem Head, oder? Wir werden später eh nochmal hier hochgehen. Ja, guck mal hier. Haben wir zum Beispiel eine. Und irgendwo... Irgendwo hier muss noch eine sein. Saumies versteckt, ey. Okay, 85. Ich glaube, hier oben sind wir jetzt erstmal fertig mit ihr. Und da auf dem Koppes hat sie, glaube ich, nichts weiter, oder? Obwohl hier auch irgendwas hätte versteckt sein können. In my opinion. So, wir flattern mal ganz vorsichtig wieder runter hier. Und hoffen mal... Ja, hier ist der Eingang. Ist das klug, jetzt hier einfach rüber zu jumpen? Ich hätte halt irgendwie gern einen möglichst kurzen Weg, aber ich will es auch nicht in den Tod stürzen, deswegen... Ich habe gerade ein bisschen Angst. Und die Kamera lässt mich halt auch nicht so, wie ich möchte. So, warte mal, hier ist aber ein guter Spot. Oh, die Kamera, ey. Die Kamera ist so eklig, ne? Das ist das Ekelhafteste an dem ganzen Game. Also, wenn die Kamera manchmal nicht so scheiße wäre, du würdest hier easy durchkommen. Ich will jetzt erstmal alle Noten sammeln. Genau, jetzt haben wir unseren Rekord gebrochen, was die Noten angeht. So. 89. Haben wir da unten auch noch Noten? Nee. Zumindest nicht auf den ersten Blick. So, hier jetzt besonders vorsichtig sein. Hier waren wir das letzte Mal total verkackt und sind gestorben. Aber wir waren Eisbecher, muss man dazu sagen. Oder was auch immer. Ein Smoothie-Drink. I don't know. Ja, und ich würde sagen, das hier ist auch der vorletzte Part. Ich glaube, danach läuten wir auch das Finale ein, Leute. So denke ich es zumindest. Sofern ich jetzt nicht irgendwo ganz gemein wieder abstürze. Das ist halt auch so eine... Das ist eine miese Ecke hier. So, ah, wir können ein bisschen Leben einsammeln. Wir sind da gerade nicht auf dem... Nein! Willst du mich verarschen? Komm schon, Banjo. Nein, ich hab mal wieder den Freitod gewählt. Wegen der scheiß Kamera, Leute. Wegen der scheiß Kamera einfach. Ja, das bringt's nicht, ne? Ich bin dead. Okay, Leute, da sind wir wieder. Ich hab mal schnell das Ganze wiederholt, was wir gerade gemacht haben. Ach Mann, das ist so nervig. Das tut mir ja so leid. Okay, ich hoffe... Diesmal ein bisschen aufpassen, ne? Das war echt mal wieder so ein richtiger Arschloch-Abgrund, ganz ehrlich. Den habe ich... Ich habe mich verlabert und habe den nicht kommen sehen, dass da noch ein Abgrund ist hier. Das ist halt das Miese, wenn du hier so stehst, siehst du den halt kaum. Oder war das der? Ne, der da war das. Hier bin ich eben reingefallen. Das ist so mies, ey. Okay, ganz vorsichtig. Wir haben alle Zeit der Welt. So, und den baller ich auch noch weg. Leben nehmen wir auch noch mit. Und es fehlen noch zwei Noten, Leute. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Da ist auch noch einer. Das ist der letzte. Wir haben ihn überwunden. Und da ist die letzte Note. Oh, Gott sei Dank. Dankeschön. So, wir haben nicht nur alle 100 in dieser Welt gefunden. Wir haben allgemein alle gefunden. Denke ich, oder? Aber ich glaube... Gibt es irgendwas dafür, dass man alles gefunden hat, alles komplettiert hat, 100% erreicht hat?
Ich glaube nicht. Gut, Leute. So, jetzt fangen noch die zwei, holen wir noch die zwei Bonus-Puzzleteile. Okay, normale Puzzleteile. Dafür müssen wir einmal fliegen. Denn, ich hatte ja schon gesagt, das hat was mit den Augen hier auf sich. Und wir müssen da jetzt so ganz komisch reindiven. So. Ja. Das müssen wir jetzt tun. Ich glaube, drei Stück sind das. Lass mal gucken. Also es war schon sehr auffällig, dass das so ist. Ich hätte aber nicht gedacht, dass man das wirklich machen muss. Aber geht eigentlich klar. Ich will nur nicht ganz so viele Federn verschwenden. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht für einen Bossfight brauche, die Federn. I don't know. Und wo ist denn das letzte Gesicht jetzt? Da. Denke ich zumindest. Nee. Hat man das schon? Shit. Toll. Welches hat man denn jetzt schon? I don't know. Komm runter hier. Das Schöne ist, ich muss jetzt nie wieder Noten sammeln. Wir haben nämlich alles an Noten. Das ist echt das Schönste gerade dran. Hilfe! So, einmal hier hoch, bitte. Und nochmal eine Runde fliegen. Ja, irgendeine fehlt noch. Das Komische ist, ich glaube, die Augen gehen nicht rein, ne? So, warte. Doch, die Augen gehen rein. Das heißt, den eben habe ich nur verfailed. Verfailed? Gefehlt. Gefehlt. Was? What laber ich? Ja, wo ist denn das letzte Auge jetzt? Das hier vielleicht? Ach shit. Da muss ich nochmal eine Runde drehen. Ah. Nee, warte, was mache ich denn hier? Du. Warte, ich nehme nochmal ein bisschen Luft. Und jetzt. Jetzt soll das funktionieren und feuerfrei. Nee, das ist schon rund. Das Auge ist rund, okay. Das muss so viereckig sein. Mann, warum kann man das denn nicht ganz wegmachen? Ist einfach nur irritierend. Da oben. Ah, okay. Auf der zweiten Etage gibt es auch Augen. Das hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Mann, meine schönen Federn. Okay, ja. Und auf der Hand irgendwo. Warte mal, auf der Hand. Lass mich fliegen. Wo ist die Hand? Da oben. Auf der Hand? Sie sollte ja nur zwei Hände haben. Nö, aber das Mumbo-Schädel. Ah ja, den lass ich ja liegen. Ganz ehrlich. Da ist es. Das neunte Puzzleteil, Leute. Geil. Da habe ich es eingesackt. Stimmt, auf der anderen Hand war ich. Au, das hat Schaden gemacht. Auf der anderen Hand war ich noch nicht. Ich war nur auf einer und habe gesehen, da gibt es nichts und deswegen bin ich auf die andere gar nicht drauf geklettert. So, Leute, das hätten wir jetzt. Und jetzt müssen wir nochmal ins Schloss rein. Durch die Toilette durch. Oh, ist die Kamera scheiße. Ganz ehrlich, ich hasse diese Kamera. Die Kamera ist sowas von der Tod eines jeden Banjo. So. Wir gehen hier rein. Und jetzt müssen wir uns nochmal zum Eisbecher machen. Denn wir haben ja immer noch diesen Hinweis offen, dass wir uns eigentlich, dass das letzte Puzzleteil unterm Bett ist. Ne? Diesen Hinweis haben wir noch. Ich sammle hier nochmal ein bisschen Federn ein. Denn im nächsten Part geht's dann ins Finale. So. Hier war das mit der Toilette, oder? Ja. Die geile Toilette.
müssen uns hier nämlich nochmal verwandeln mit Mumbo. Ach, ist auch so schön hier. Schöne Musik. Alter. Wie der nicht zielen kann. So, wir verwandeln uns noch einmal in den Eisbecher. 4 Mumbo-Schädel haben wir noch. Ich weiß halt nicht, wie viele es insgesamt gibt. Vielleicht wisst ihr das. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob man irgendwas bekommt, wenn man alle 100 Puzzleteile und alle 900 Noten gesammelt hat. Oder ob ich irgendwas vergessen habe. Schreibt das gerne mal rein. Weil ansonsten endet halt das Game auch im nächsten Part, nehme ich an. Bin ich mir fast sicher. Vielleicht kann man ja irgendwas noch machen. Irgendwie sowas vorm Wegen. Hier, geil, du hast alles gesammelt. Dafür kriegst du jetzt noch ein Bonus-Level oder du kriegst noch was Besonderes hinterhergeschmissen. Du wirst super stark. Deine Angriffe richten dreifachen Schaden an. Wunschdenken, ich weiß. Aber irgendwie sowas halt, ne? Oder es ist einfach für mich, hey, komm, Kollege, du hast alles. Du hast deine 100% erreicht. Hast du gut gemacht. Sehr geil. Beende das Spiel jetzt. Vielleicht ist es auch einfach so. Okay, und wir gehen jetzt nochmal hier hin. Mit dem Eisbecher sind wir natürlich kleiner und können dann unter das Bett hüpfen. Und dort das letzte Puzzleteil einsacken, was uns noch fehlt. Ja, und dann sind wir soweit, Leute. Dann sind wir soweit. Wir haben alle 100 Puzzleteile. Gratulation als Eisbecher, aber wir kriegen nicht mal eine Dankesansage. Also ich zeige euch das jetzt nochmal, ne? 23 Puzzleteile haben wir aktuell übrig. Few totals. 100 Puzzleteile. Also wir gehen jetzt hier nochmal alles durch, ne? Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Dass wir wirklich alles gemeistert haben. Game Total. So. Wir haben 900 Noten, 100 Puzzleteile, 24 Farben, spielen insgesamt 20 Stunden, 41 Minuten da dran. Hier haben wir die 6 Dinger. Das ist completed. In Hyrule haben wir die 10 Puzzle. Hier haben wir alles. Completed. 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 Also hier ist wirklich alles auf 100%. So. Ich habe jetzt halt 23 Puzzleteile übrig. Also kann ich verstehen, dass die auch übrig sind, weil man braucht ja auch immer ein bisschen was als Puffer, damit man in irgendwelche anderen Welten reinkommt. Die Frage ist halt, kann man die jetzt irgendwie benutzen, um nochmal ein geheimes Bonuslevel freizuschalten oder so? I don't know. Das werde ich vielleicht mal bis zum nächsten Part noch ausfindig machen, ob es da noch irgendwas gibt. Ansonsten, liebe Leute, heißt es dann im nächsten Part Finale. Und, ja. Wahrscheinlich dann auch Ende des Spiels. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Bossfight geht. Ob es einen Bossfight gibt. I don't know. Aber ihr habt schon angeteasert eigentlich, dass es einen Bossfight geben wird. Was wir jetzt vielleicht nochmal kurz machen können. Wir sind ja eh hier komplett fertig. Ja, ja. Lass mal die Magie wieder schwach werden hier. Wir könnten jetzt nochmal schnell das Level verlassen. Und könnten nochmal in das Museum reingehen. Weil das ist ja jetzt eigentlich total in der Nähe, oder? Genau. So. Da gucken wir nochmal kurz ins Museum rein. Hier können wir uns nochmal ein Leben mitnehmen. Geilo. Ein paar rote Federn bräuchte ich eigentlich noch. Ich weiß halt nicht, ob ich die im Bossfight vielleicht brauchen könnte. Der Part ist jetzt eigentlich rum, aber wir gucken nochmal schnell ins Museum rein. Vielleicht kriegen wir da noch irgendeinen Hinweis. Ansonsten hätte ich gesagt, beenden wir im nächsten Part das Spiel. Achso, da müssen wir uns jetzt erstmal wieder so ganz komisch zum Bombensack machen, ne? Das ist auch so dumm. Bombensack. So. Die Federn hätte ich gleich einsammeln können, ne? Naja, egal. Zack. Tschüss, mein Freund. Und damit haben wir erstmal 100% Leben. So, wir gucken nochmal ganz schnell, Leute.
Weil in dem Museum gab es ja, wie gesagt, diese ganzen Porträts mit Secrets drauf, aber ich glaube, das hatte eigentlich nur was mit den Bonuslevel zu tun. Und die Bonuslevel haben wir ja schon alle. Theoretisch haben wir die Bonuslevel alle, also eigentlich sind wir komplett durch. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber ich will natürlich auf Nummer sicher gehen. Und ich will noch die Hinweise sehen. Wenn wir das schon komplett abschließen, dann möchte ich auch die Hinweise noch sehen, die es da im Museum zu sehen gibt. So, ansonsten, nächsten Part. Endfight. Ah ja. Also hier könnte man sich dann wirklich komplett alles anschauen, ne? Wir haben hier einmal in the Field, dann hier wahrscheinlich einen Hinweis, den wir uns hätten übersetzen können, mit den Texten, den wir aus dem Waldtempel haben. Die habe ich leider weggeschmissen, also ging leider nicht mehr. Hier dann Hinweis, wie man das Level reinkommt. Und im Level selber der Hinweis, wie man das Puzzleteil bekommt. Das haben wir aber selber herausgefunden. Fast alles selber herausgefunden. Ja. Ja. An sich haben wir es damit geschafft, Leute. Hier wäre da ein Hinweis gewesen. Ich kann mich doch hier auch zurückverwandeln, ne? Vielleicht kann ich nochmal mit dem Dingens reden. Vielleicht hat der noch irgendwas zu sagen. Letzter Try für diesen Part hier. Mal gucken, ob er noch was sagt. Naja, ich hab die doch alle. Okay, nee. Der sagt auch nur dasselbe. Gut, dann sind wir completed durch, glaube ich, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann weiter. Mit dem Bossfight. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Ansonsten gebt mir gerne nochmal Tipps, wo ich hingehen soll. Um noch etwas herauszufinden. Wir können das natürlich auch nachträglich nach dem Bossfight sicherlich noch machen. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen. Das Spiel wird wahrscheinlich im nächsten Part ein Ende nehmen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.